Mit unserem faunistischen Spürhund Grimma bieten wir zukunftsweisende Dienstleistungen für das Monitoring und die Erfassung von besonders geschützten Arten für Gutachten und Planungen. Mit unserem Infofilm möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie Grimma arbeitet. Zwischendurch, zwischen Laichgewässer und diesem Wäldchen. Und wir müssen wissen, ob dieses Waldstück da drüben noch zum Landlebensraum des Kammäus gehört oder nicht. Und dann würden wir jetzt mit Grimma dann da entsprechend systematisch durchgehen und dann soll sie die Strukturen absuchen und uns zeigen, ob da Kammäuse drin sind oder nicht. Ich habe hier meinen Geruchsträger von der Zielart, in diesem Falle Kammäuch. Der Geruchsträger wird jetzt halt dem Hund gezeigt und dann werde ich das Suchkommando geben und sie zeigt mir dann halt durch ihr Ablegeverhalten an, wo sie den Geruch in der Landschaft wiederfindet. Grimma, zeig mir das. Und los geht's. Wir haben den Hund quasi als Verstärkung in unser Team mit aufgenommen, weil wir in der Lage sein wollen, Aufgaben zu bewältigen und Tiere in bestimmten Bereichen zu finden, die man als Mensch, als Biologe selber nicht finden kann. Ein typisches Beispiel dafür sind Amphibien in Landlebensräumen. Solche Lebensräume sind durch den Hund neu kartierbar. Das ist etwas, was wir bisher nicht abdecken konnten, wo wir mit Annahmen arbeiten mussten. Und jetzt erst mit Einsatz des Hundes können wir sehr viel besser beurteilen, ob ein bestimmter Lebensraum von den Tieren genutzt wird und dann möglicherweise durch Planung oder Projekte beeinträchtigt werden kann, um daraus auch Maßnahmen abzuleiten, wie solche Beeinträchtigungen vermieden werden können oder wie Schutzmaßnahmen für die Tiere entwickelt werden können. Yes, fine! Good! Ja, da haben wir ihn. Schnell, bevor er uns noch entwischt hier, wenn wir schon buddeln. Ein Kammäuch. Super. Hier der gelbe Bauch. Prima gemacht. Wir haben Grimma seit Sommer 2016 im Einsatz. Die ersten Projekte waren Suchen nach Kollisionsopfern unter Windenergieanlagen, sei es Vögel oder Fledermäuse. Und wir haben auch Tests durchgeführt, wie gut findet der menschliche Sucher im Vergleich zum Hund. Und der Hund hat immer gewonnen. Und wir stellen also fest, dass wir mit dem Hund deutlich besser belastbare Ergebnisse erzielen. Wir können Flächen auch schneller absuchen, wir können Flächen besser absuchen. Und es gibt aus dem internationalen Bereich, auch aus anderen europäischen Ländern, auch wissenschaftliche Studien, die systematische Vergleiche durchgeführt haben zwischen menschlichen Suchern und eben den Hunden. Und da zeigt sich eben deutlich, dass die Hunde besser suchen, effektiver suchen, schneller suchen und eben auch in derselben Zeit einen größeren Bereich mit größeren und besseren Suchergebnissen erzielen können. Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld, in dem unser faunistischer Spürhund neue Möglichkeiten eröffnet, ist die Erkundung von Gebäuden auf Vorkommen von geschützten Tierarten. Hier wird ein Abrissobjekt in nur wenigen Stunden sicher auf Fledermausvorkommen untersucht. Ohne Spürhund wäre das nicht zu leisten. Also als Geruchsprobe habe ich jetzt halt hier original Fledermauskot dabei und da der Hund differenziert suchend ausgebildet ist, kann ich ihm jetzt halt jeglichen Geruch vorzeigen und nur diesen Geruch sucht er dann halt. Also können wir sie halt auf ziemlich viele Zielarten einsetzen und in dem Fall jetzt halt Fledermauskot. Grimma, zeig mir das. Der schafft es sicher sauber, sonst hätte sie es angezeigt. Und es war ja keinerlei Anzeigen zu erhalten, zu erkennen. Somit können wir Fledermausplatz ausschließen. Okay, komm schon. Zeig mir das. Okay, hallo. So eine Quartiersuche können wir nicht nur in Gebäuden durchführen, sondern auch in Wäldern und Parkanlagen mit alten Bäumen. Ist da? Ist da?
Okay, sie legt sich ab. Da scheint was zu sein. Gut gemacht, Bein. Also hier hat der Hund jetzt angezeigt durch Ablegen und wenn sie anzeigt, wird da auch was sein. Hier haben wir auch einen passenden Hohlraum, in den ich so nicht reingucken kann. Es ist halt so sehr vorteilhaft, dass wir den Hund dabei haben. So wäre ich da nicht dran gekommen. Na, komm mal. Feierabend. Komm mal her. Entscheidend für so einen erfolgreichen Einsatz vom Spürhund ist halt, dass er professionell ausgebildet ist. Wir haben unseren Hund differenziert suchend ausgebildet, das heißt, der sucht unterschiedliche Gerüche, und zwar die man ihm vorhält und nicht nur eine spezielle Tierart. Dafür haben wir eine Geruchsdatenbank angelegt aus verschiedensten Gerüchen von Abstrichen von Tieren. Beispielsweise bestimmte Insekten wie den Eremiten oder Nester und Bauten von Kleinsäugern wie Haselmaus oder Feldhamster. Für uns ist wichtig, dass Grimma von extern zertifiziert wird und deswegen lassen wir sie von einem Sachverständigenkuratorium jährlich prüfen. Damit haben unsere Kunden dann auch die Sicherheit, dass der Einsatz von Grimma belastbare Ergebnisse liefert.